Herzlich willkommen bei Sprites, Shapes und Co. Eine Folge über neue Spiele für den C64 von RGCD gibt es ja normalerweise erst dann, wenn ich mindestens 3 Spiele beisammen habe. Aber in diesem Fall habe ich das Gefühl, dass sich eine Folge auch dann lohnt, wenn es nur ein einziges Spiel ist. Denn vor kurzem wurde Power Glove veröffentlicht und das ist meiner Meinung nach tatsächlich ja, eins der besten Spiele von RGCD bisher, wenn nicht sogar das Beste. Also ich habe ehrlich gesagt mit keinem anderen Spiel dermaßen viel Spaß gehabt. Ja, Power Glove wurde wie die meisten anderen Spiele vorher auch in einer Standard Edition veröffentlicht, die in einer Pappbox ausgeliefert wird und natürlich wieder eine Deluxe Edition in einer etwas größeren Box aus Plastik. Ja, und das Besondere an diesem Release ist übrigens, dass es nicht nur für den C64 erschienen ist, sondern auch für den PC und das auch noch für verschiedene Betriebssysteme, für Linux, Mac OS X und natürlich auch Windows. Ja, und all diese Varianten, die möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen und vielleicht habt ihr Lust, euch dieses Spiel zuzulegen. Also die Version für den PC, die gibt es übrigens kostenlos, den Link dazu blende ich ein und werde ihn auch unter dem Video posten und im Forum und was weiß ich, überall, wo ihr dieses Video sehen könnt. Ja, und die C64-Version, die kostet ein bisschen was. Okay, ja dann viel Spaß bei den folgenden Bildern. Power Glove besteht aus insgesamt 5 Leveln, die man durch diese 5 Säulen betreten kann. Die ersten beiden Säulen sind bereits geöffnet und die letzten 3 am Anfang des Spiels noch verschlossen. Um die Schlösser öffnen zu können, muss man Schlüssel finden, die irgendwo innerhalb der Level versteckt sind. Das Spiel ist ein flottes und flüssiges Jump'n'Shoot. Einige Bereiche scrollen vertikal oder horizontal, aber niemals multidirektional. Die Steuerung ist sehr gut gelungen. Nach einem Sprung, also direkt bei der Landung, bremst das Sprite jedes Mal kurz ab. Das hat Vor- und auch Nachteile. Der Nachteil ist sicherlich, dass man immer das Gefühl hat, dass das Spiel dadurch etwas an Schwung verliert. Der Vorteil ist sicherlich, dass die Sprungpassagen auf den Plattformen dadurch sehr viel besser von der Hand gehen, weil das Sprite nicht so oft von ihnen herunterfällt. Und an einigen Stellen rennt man nicht so leicht in die Feinde. Durch jede Berührung mit einem Feind wird eines der Herzen am oberen Bildschirmrand abgezogen. Wenn kein Herz mehr übrig ist, ist das Spiel vorbei und man hat verloren. An manchen Stellen sind Herzen verteilt, die den Vorrat an Herzen wieder auffüllen, wenn man sie einsammelt. Das Ziel ist es, den Schlüssel zu finden, der in jedem Level versteckt ist. Nachdem man ihn eingesammelt hat, muss man sich auf den Rückweg zum Eingang des Levels machen und kann eine der verschlossenen Röhren öffnen. Hier habe ich extra die vorletzte Röhre genommen, um euch zu zeigen, dass sich die Levelgrafik etwas verändert. Power Glove ist wirklich schön geworden und es ist sehr erstaunlich, dass es trotz des Umfangs auf eine nur 16 KB großen Cartridge passt. So, hier ist das gute Stück. Das ist die Deluxe Edition und die befindet sich wie immer in einer Plastikbox mit einem echt gut gelungenen Artwork diesmal. Na, eigentlich sind die ja immer ganz gut gelungen. Ja, auf der Rückseite gibt es eine kleine Geschichte zum Spiel und ja, den ein oder anderen Screenshot. In der Plastikhülle ist wie immer ein extra für die Cartridge passend ausgeschnittener Schaumstoff. Ja, und die Anleitung und ein paar kleine Aufkleberchen sind auch dabei. Auch ein etwas größerer als diese 6 kleinen, den kann man jetzt hier an dieser Stelle leider nicht sehen. Ja, wie ich gerade schon mal sagte, wird das Spiel auch in einer Standard Edition angeboten, die sich in einer Papphülle befindet und aufgrund dessen ein wenig günstiger ist. Ja, dann kommen wir mal zu den PC-Versionen und das hier ist die Version für Windows. Die liegt derzeit in der Version 1.3 vor.
Ja, die Grafik ist identisch zu der aus Power Glove für den C64. Und das Spiel ist auch genauso flüssig. Also hier im Video wirkt es vielleicht ein bisschen weniger flüssig, aber ihr könnt mir glauben, die Windows-Version ist genauso flüssig wie die C64-Version. Also das leicht Ruckelige kommt leider zustande durch diese Konvertiererei mit den Codecs. Die PC-Version läuft nämlich mit 60 Hertz und die C64-Version habe ich mit 50 Hertz aufgezeichnet. Ja, links seht ihr jetzt die PC-Version in der C64-Grafik und rechts in der PC-Grafik. Die ist ein bisschen erweitert worden und wenn ihr mal genau hinseht, dann seht ihr vielleicht dieses Parallax-Scrolling. Der Hintergrund, der scrollt ein wenig langsamer als der Vordergrund. Ja, der Level, also der Rand ist auch etwas detaillierter gezeichnet worden. Und die Gegner wurden auch ein wenig detaillierter gezeichnet als in der C64-Version. Ja, wie gesagt, das Spiel gibt es auch für Linux und für Mac OS X. Auf der rechten Seite seht ihr jetzt die Mac OS X-Version und auf der linken Seite die Windows-Version. Ja, und die beiden Versionen sind identisch. Das gilt auch für die Linux-Version, die zeige ich jetzt nicht extra, sonst ist es zu langweilig, ehrlich gesagt. Ja, dass die Spiele identisch sind oder die Version identisch, liegt einfach daran, dass sie jetzt nicht extra für alle Betriebssysteme neu gecodet wurden, sondern der Entwickler hat einen sogenannten Low-Level-Code erstellt und der ließ sich für alle drei Betriebssysteme kompilieren. Ja, wie gesagt, Power Glove gefällt mir bisher am allerbesten von RGCD, also von all den Spielen, die RGCD bisher veröffentlicht hat. Und die Tatsache, dass man in der PC-Version zwischen beiden Grafikvarianten hin und her schalten kann, also zwischen der PC-Grafik und der originalen C64-Grafik, das ist eine ziemlich nette Sache. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und schaut mal bei Pixelor vorbei. Tschüss! Ach, das hätte ich fast vergessen. Besten Dank auch an meinen Pixar-Kollegen Dusty, der hat die Mac OS X-Version aufgezeichnet, und Sapirus und Monty Mole, die beiden haben für mich die PC-Version aufgezeichnet mit den beiden unterschiedlichen Grafikmodi. Also nochmal an dieser Stelle besten Dank. Jetzt aber tschüss.